Wir bauen uns eine kleine Siedlung. Wir bauen uns eine Siedlung. Und wir passen auf, dass wir keine Bäume fällen. Büsche, nicht Bäume. Ja, passte nicht. Ah ja, wir brauchen noch einen Werkzeugtypen. Also ich dachte, ich mache mal ein bisschen Witz mit dabei, weil ich doof bin. Bauen wir direkt eine... Ne. Aha, der Viehzüchter ist jetzt da. Oh, cool. Also wir brauchen Geologen. Wir brauchen Mine. Wir brauchen Weg. Dahin. Nein, das ist der Geologe, ne? Ach, egal. Dahin. Da und dann dahin. Dann brauchen wir großes Lager. Großes Lager. Sehr großes Lager, aber nicht so groß, weil wegen da, ne, so voll uncool so. Wir haben nämlich wenig Platz. Hier sind schon wieder viele Bären. So, Bären. Dann suchen wir mal einen Holzturm. Ein Verteidigungsturm bietet Wikingern Schutz. Wird er zerstört, werden die Verteidiger wieder zu Zivilisten. Oh, ja, die hatten wir uns das letzte Mal freigeschalten, irgendwann damals. Wir brauchen aber den Waffentypen. Am besten eigentlich, ja, schon wieder zu weit auseinander. Ja, da sind schon wieder Skelette und so. Und der Nebel. Genau, wir haben doch... ich habe was über den Nebel gelesen gehabt. Der ist nicht gut. Ich habe aber schon wieder vergessen, was ich gelesen habe. Das ist erst recht nicht gut. Das ist gruselig. Ganz klar, gruselig. Okay, wir müssen jetzt hier so Typi bauen. So, so. Und wir brauchen, wo hatten wir das? Das Lagerfeuer. Wie als Standard muss bei mir sein. Das Lagerfeuer. Zack, zack und zack. Und dann warten wir einfach mal. Wikingeranzahl, ups. Ja, ausschalten. Wir müssen ein kleines Zelt hier irgendwie jetzt mal so eben hier so schnell so, zack. Weil wir haben auch nicht viel Platz, leider. Leute, ich habe ganz vergessen auch so dafür zu sorgen, dass die da sind, die Leute. Ups. Ich bin schusselig. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich wollte gleich noch Ark spielen. Also gleich ist vor 2 Tagen, bevor das Video hier rauskommt, weil ich habe ein bisschen Valhalla Hills, fange ich jetzt an vorzuproduzieren wieder. Damit ich, weil Ark braucht mehr Zeit in Anspruch. Ich muss Ressourcen da sammeln. Dinos Tame zum Beispiel, das nehme ich ja auch nicht komplett auf, weil manche gibt es da, die brauchen Stunden. Und ich kann nicht eine Folge einfach in Stunden nur in Futter reingeben, narkotisieren und sowas. Das kann ich irgendwie nicht machen, das funktioniert nicht. Ja, ich muss einfach zusehen, dass hier alles soweit... Das muss ich auch anschalten wieder. Soweit alles klar ist, damit ich hier immer ordentlich arbeiten kann und so weiter. Wir haben jetzt hier aber ein Steinproduktionsproblem, glaube ich, oder? Nee, es ist Holz. Oh Gott sei Dank. Es ist hauptsächlich hier Holz. Puh, Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall brauche ich hier ein Lager. Wir brauchen diese Steinquader-Dinger. Und die haben wir hier nicht rumliegen, so wie es aussieht. Wir müssen also auch diese Produktionsstätte hier bauen. Ich weiß aber noch nicht wohin, weil irgendwie ist hier wenig Platz und ich will die Büsche eigentlich nicht wegreißen. Und die Bären sind auch wieder so dicht und das ist doof. Doof.
Okay, ich drehe gerade schon wieder voll ab. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mal das ganz, ganz alte Spiel Ultima Online auf dem Freeshard spielen soll. Falls ihr Ultima Online kennt, wollt ihr das vielleicht oder nicht kennt, wollt ihr das vielleicht mal sehen? Ich kann ein paar Eindrücke machen, so. Also kein richtiges Let's Play oder sowas, vielleicht nur Eindrücke oder Abschnitte, was ich so da mal am Tag mache oder so, weil ich eigentlich mache ich gar nicht so viel da, weil ich ja im Moment auch andere Spiele spiele, aber ich würde gerne mal wieder spielen. Also richtig. Es ist nur die Frage, wie was ich da zeigen soll. Soll ich nur Events zeigen, wenn mal was läuft? Wie zum Beispiel Weihnachten war Wichteln, das war voll cool. Ich habe ein Wichtelgeschenk bekommen. Also da hast du die Sachen so in ein Wichtel geschenkt und dann haben die Games oder so das ausgelost, glaube ich. Oder wer auch immer das ausgelost hat, so zufällig, wer was bekommt. Und ist voll cool. Und die, also es gibt da einmal die Penelope als Admin, die ist total nett. Und es gibt einmal die liebe Odin, die ist dann eigentlich hauptsächlich für die Spieler und Penelope ist für den Server, die Wartung und sowas alles. Und für das Böse, also es ist eigentlich der gute und böse Kopfspiel, ne? Penelope ist der böse Kopf und Odin ist der gute Kopf manchmal. Das finde ich richtig cool. Und falls ihr das mal sehen wollt oder so, das Spiel, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich habe es auf jeden Fall auch immer auf dem Rechner. Das ist ein Spiel, was ich immer spielen werde. Das ist auch das erste Spiel gewesen, was ich überhaupt am Computer gespielt habe. Also es ist schon ein geiles Spiel. Auch wenn man vielleicht sagt jetzt 2D, nee, danke oder so. Das ist schon. Und die haben Fragezeichen. Hier, die braucht hier das Werkzeug. Das ist jetzt definitiv auch neu. Definitiv. Aber die arbeitet hier schon so schnell, wie sie kann. Wir machen es nochmal ein bisschen schneller, um sie selber nochmal zu. Dass das viel schneller geht jetzt. Am Start. Also, wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt mal, Ultima Online, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde es vielleicht sowieso Let's Playen oder sowas ähnliches. Oder ja, Eindrücke aus dem Spielleben oder sowas machen. Ja, mir juckt es in den Fingern weiterzubauen, aber ich muss jetzt wirklich warten, bis sie die Häuser gebaut haben. Ah, ja, das Lager ist Feuer. Das Lagerfeuer ist fertig. Die Mine braucht Leute. Neuer Beruf, Bauarbeiter. Yay! Also das Obst, also diese Beeren, Früchte oder was auch immer hier dran ist, diese Frucht ist sehr knusprig, weil das hört sich an, als wenn du so in eine Möhre oder so gebissen hast. Das ist schon sehr interessant. Sehr knackige Frucht, ne? Das ist Wahnsinn. Und die müssen leider immer noch unter einem Baum schlafen. Ja, das tut mir wahnsinnig leid, aber es geht nicht anders, Leute. Ihr müsst hier die Sachen erstmal bauen. Und dann könnt ihr auch da richtig schlafen. Da zwei Holz nur. Ich hab's noch nicht ausgeschaltet, ne? Nee. Und bald gehen hier die Früchte auch aus, dann gehen sie hier hin und dann sterben sie. Ah! Schön, dann ist das nächste fertig. Gut, 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 gut. Holz. Wie läuft's hier? Jupp, der hat immer Holz. Gut, das ist auch sehr, sehr gut. Okay, ich will auch nicht noch einen zweiten machen, sonst habe ich hier gar nicht mehr irgendwie Wald oder so und dann ist das wieder hässlich und doof. Wir machen das völlig in Ruhe alles. Und werden dann hier mal gleich gucken, dass hier alles gut läuft. Also wenn es hier gut läuft, dann können wir gleich das nächste bauen. Aber erstmal, wichtiger ist eigentlich jetzt die Hütte. Da fehlt, glaube ich, nur noch so ein Holzblock. Und ich hoffe, dass der jetzt gleich hier mal langsam kommt. Aber das Sägewerk ist auch schnell. Der schnappt sich das einfach und ist dann. Und das ist dann einfach weg. Ja, super, die Mine ist fertig. Ich glaube nämlich ganz fest dran an diesen Stellen, dass es da auf jeden Fall Stein gibt und das sollte dann auch dort. Ja, wird sogar hergestellt. Ha, ich habe sogar dran gedacht, das ist super. Yay! Ja, der hat keine Waffe, bla bla.
Bogen mal anschauen. Ne, obwohl, da sind Bären. Den lassen wir so lange lieber aus, bevor der die noch hier anlockt oder dran stirbt. Vier gibt der und zwei können, glaube ich, immer nur drin pennen. Oh, Entschuldigung, eben genießt. Musst du mein Mikrofon schon ausmachen. Ja, weiter geht's. Wir brauchen noch mehr Häuser. Das Gute ist, wir können die wirklich hier ganz dicht jetzt bauen. Das ist so genial. Das ist richtig genial. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Oh, wir haben gar nicht für Essen, glaube ich, gesorgt so richtig. Mal schnell einen Fischer hier. Fischer! So. Naja, blöder geht's nicht, aber naja, gut. Ja, die Leute haben Hunger. Ich weiß. Alle Waren produziert. Ja, hervorragend. Dann die Angel. Also das hat da rumliegen, das hat da rumliegen. Das und das brauchen wir nachher auch auf jeden Fall. Und für den Jäger das. Ach, hat er schon. Okay, ja gut, dann müssen wir trotzdem. Gut, das nächste ist fertiggestellt. Oh, klasse. Oh, Gold ist hier sogar. Mann, das ist ja mal ein Fund, bevor ein Geologe sucht, haben wir schon Gold gefunden. Uhuhu. Besser geht's gar nicht. So, was brauchen wir noch? Lasst uns mal kurz überlegen. Ah, eigentlich gar nichts. Leider müssen wir das laufen lassen. Uhuhu. Mir machen echt diese Bären da oben Sorgen. Aber wirklich, die machen mir richtig Sorgen gerade. Auf der anderen Seite ist dieser Nebel noch sehr. Und dann haben wir da auch, glaube ich, Skelette gesehen gehabt. Weiter nach oben, wo der Nebel ist, weiß ich gar nicht gerade, was da ist. Auf jeden Fall sehe ich da ganz oben am Bildschirmrand da, sehe ich da Wölfe oder so. Also wir haben wieder einiges zu jagen. Einiges. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen wahrscheinlich nachher jagen. Ein Quaderstein fehlt nur. Also, Steinquader. Quaderstein. Steinquader. Ah. Hier liegt auch schon jede Menge Holz wieder. Das ist sehr gut. Da können die Leute sich ja eigentlich auch bedienen. Machen sie auch. Bestens. Ach scheiße, nein. Stopp. Ich habe jetzt nicht mitbedacht, dass wir auch noch Wohnhütten bauen müssen. Ups. Na. Ah, das Spiel hing gerade. Das ist immer sehr beunruhigend, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Irgendwie. Seit dem Update, den letzten, habe ich so ein paar Hänger irgendwie. Ich weiß nicht warum. Könnte aber auch an mir liegen. Ich muss mal nachgucken, ob es nachher, also beziehungsweise morgen oder übermorgen mal besser läuft. Ja, das große Lager ist, also das Riesenlager ist fertig. Da kann jetzt alles eingelagert werden. Da haben wir gleich noch den nächsten gerufen. Denn die können dann alles, was hier noch liegt und hier überall immer rumliegt oder so, können die dann direkt reinschmeißen. Früchte werden dann auch immer geerntet, sobald hier geerntet werden kann und so. Das ist sehr, sehr gut und es ist ein Riesenumfeld hier. Das ist wirklich klasse. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, wo haben wir denn den Waffenschmied hingestellt? Da, den müssen wir anmachen, sonst gibt es nämlich keine Waffen oder sonst irgendwas. Okay, hier wird gebaut. Da wird noch gebaut.
das ist fast fertig, noch ein so ein Holzblock. Da dürfen wir nicht anmachen, sonst geht der da hin und geht dann auch noch drauf. Wird aber Zeit, dass die Fische da hier fertig wird. Heute, hopp, hopp. Die Leute brauchen Essen, kommt schon. Okay, Äste und Leder sammeln sie da rein. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Jäger müssen wir noch bauen. Unbedingt einen Jäger, weil wir haben da... Obwohl... Nee, machen wir erstmal den Jäger. Irgendwo hier in der Nähe. Ui, der ist teuer da. Nein, wir machen noch keinen Jäger. Das ist mir dazu gefährlich. Okay, wir müssen erstmal... Wie stand da? Getreide? Getreide. Und Wasser. Getreide und Wasser. Gut. Da. Da und... Viehzüchter, deine Wikinger sind jetzt in der Lage, Tiere zu züchten. Damit steht ihnen eine weitere endlose Nahrungsproduktion zur Verfügung, bei der sie auch Leder erhalten. Ja, endlich. Ich hatte mal dieses scheiß Lederproblem gehabt. Jetzt bestimmt nicht mehr. Für die Zucht benötigen sie vor allem Wasser und Getreide. Gezüchtete Tiere halten sich in der Umgebung des Viehzüchters auf und können vom Jäger erlegt werden. Tipp! Baue einen Viehzüchter immer in der Nähe von Farm und Brunnen und errichte einen Jäger in dessen Umgebung. Klingt logisch. Und weil das ja angeblich so gut sein soll, werde ich den auch direkt hier reinbauen, weil wir haben nicht viel Platz und die zwei Büsche waren leer. Ich meine, sie waren leer. Also ich habe nichts mehr gesehen. Hoffe ich, sie waren leer. Oh. Also ich hoffe es wirklich inständig. Gut. Somit haben wir weitere Baustellen. Keine Leute dafür. Dann passt es ja, ne? Wieder gut geplant. Ehrlich. Ah, nee, geht gar nicht. Das Gute ist, wir können die Häuser jetzt viel öfters hier überall einfach so reinbauen. Dann machen wir eben die Baustellen wieder aus hier halt. Den Brunnen lassen wir einfach mal. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Meinetwegen auch runter. Und Kommentare höre ich immer gern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.